heutigen Roblox Adopt Me Video machen wir zum allerersten Mal die neuen Walross-Boxen auf von Weihnachten 2021. Seid gespannt, ob wir ein goldenes Walross bekommen und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Leute, heute machen wir endlich wieder Boxen auf. Ich liebe es. Ihr wisst, ich mache wahnsinnig gerne, das hätte ich mal nicht rausgebracht. Sprachen lernen, Bubble. Boxen auf in Adopt Me. Und heute machen wir die nagelneuen, also, okay, vielleicht sind sie nicht mehr so nagelneu. Aber die Walrus-Boxen auf, denn ich habe noch keine einzige Box. Also, wenn ihr jetzt mal hier reinguckt, ich habe noch keine einzige Box gekauft und ich habe noch keine einzige Box aufgemacht. Das wird sich heute ändern. Ich hoffe, dass ich von allen drei ein Paar bekomme, wobei ich definitiv gerne einen Golden Walrus hätte. Das Problem an dem Ganzen, die Boxen sind extrem teuer. Adopt Me hat ja bei ein paar Pets ein bisschen das Ganze reduziert. Das heißt, der Husky kostet jetzt noch 40.000 und der Leopard 10.000. Genau, ich glaube, der war bei 15.000 und der Puffin, der kostet leider immer noch 120.000, was einfach immer noch mega krass teuer ist. Ich weiß gar nicht, ob das Gefährt hier jetzt günstiger ist. 100.000? Ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch alles extrem teuer, Leute. Und eben die Walrus-Boxen, da kostet ein einziges 15.000. Wir haben 571.000, was, glaube ich, nicht ganz so schlecht ist. Wir kaufen einfach mal unsere erste Box. So sieht sie aus. Wow, sie ist mega schick, oder? Bevor wir jetzt noch mehr kaufen, hätte ich gesagt, wir machen die einfach mal auf. Ich finde die super, super schön. Schreibt mir mal jetzt in die Kommentare, was glaubt ihr, was meine allererste Walrus-Box ist. Ich denke, es ist normaler, aber stellt euch mal vor, das wäre ein goldener oder so. Das wäre einfach zu krass. Was ist das erste? Ja, ich hatte recht, es ist ein normaler. Aber wie süß sind die normalen Walrösser, oder? Oh mein Gott, das Newborn ist leider hier jetzt gerade in seinem Gesicht, mitten in seinem Gesicht. Aber der ist zuckersüß. Okay, wir machen ein paar mehr auf. Wir kaufen jetzt einfach mal ein paar... Ein paar Sekunden später. Nein, jetzt habe ich aus Versehen eine aufgemacht. Es ist ein normaler Walross. Nein, ich möchte auch den Sommer und den Golden Walross. Wie viel haben wir hier denn jetzt? Wir haben jetzt noch 7. Wir haben schon 2 aufgemacht. Das heißt, wir kaufen nochmal einen. Dann haben wir so ein bisschen eine Ahnung, wie viele wir bis jetzt aufgemacht haben. Das heißt, wir haben jetzt 10 Boxen. Ja, oh mein Gott. Der ist mega süß. Guckt mal, ein Sommerwalross. Ich weiß gar nicht, warum wir einen Sommerwalross im Winter haben. Aber dem ist anscheinend einfach warm, weil der sich, glaube ich, wohlfühlt in der Kälte. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Das macht definitiv Sinn. Okay, wir haben bis jetzt 2 normale und einen Sommerwalross. 3 normale. Okay, im Moment ist es noch nicht so schlimm, weil dann kann man gefühlt immer Neon machen, wobei ich im Moment eigentlich wenig Neon-Pets mache, ehrlich gesagt. Da habe ich... Nein! Wie viel Pech haben wir denn bitte? Wir haben nur die normalen Walrösser. Wie viel Chance haben denn wir? 4% auf ein goldenes. Okay, ich denke, das können wir komplett knicken, oder? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Habt ihr ein goldenes bekommen? Ich bekomme ehrlich gesagt nur die normalen Walrösser. Ich habe einen einzigen Sommerwalross bekommen. Nein! Ja, ich habe nochmal einen Sommerwalross bekommen. Oh Gott, Leute. Okay, wir haben jetzt schon 10 Stück aufgemacht. Wenn wir uns jetzt nochmal vorstellen, es sind 150.000 Gingerbread. Das ist alles so unfassbar teuer dieses Jahr. Richtig heftig. Krieg ich ein goldenes? Nein. Okay, wir probieren es nochmal. Wir versuchen einfach jetzt nochmal ein goldenes Walross zu bekommen, Leute. Nochmal ein Sommerwalross. Jetzt habe ich, glaube ich, 3, oder? Aber das Problem an dem Ganzen ist, ich brauche... Ja, nochmal eins. Als ob. Haben wir jetzt 4? Interessanterweise sind die jetzt alle einzeln. Die stacken sich nicht. Weil die Klamotten anhaben? Ich verstehe es gerade nicht ganz. Sind es jeweils immer Klamotten? Tatsächlich, der Hut.
Das ist ja cool. Das heißt, man kann den Hut abnehmen. Okay, das ist definitiv cool. Wir haben jetzt 4 von den Sommer und 8 von den normalen. Okay, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, oder? Also, wenn man sich das mal überlegt, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber ich hätte halt gerne so ein goldenes. Das Problem an dem Ganzen ist, ich möchte eben auch noch den Husky und ich möchte auch gerne noch einen Puffin. Von daher kann ich jetzt nicht alles ausgeben. Ich möchte aber so gern den Goldenen mit seiner Krone. Das sieht so cool aus, oder? Vor allen Dingen interessiert es mich halt jetzt einfach mega heftig, ob die Krone eben auch ein Pet-Accessoire ist oder nicht. Aber ich befürchte, Leute, dass es nicht gut aussieht mit unserem goldenen Walross. Wir bekommen nur normale und von denen habe ich halt im Moment schon irgendwie gefühlt zu viele. Wir machen jetzt noch eine einzige Box auf. Hallo? Ach, jetzt, oh mein Gott, es laggt ein bisschen, oder? Wie viele Boxen haben wir denn eigentlich jetzt aufgemacht? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Wir haben jetzt 6 von den Sommerwalrossen und 12 von den normalen. Wow, das ist richtig, richtig krass. Wir gucken, was drin ist. Was? Nein. Im letzten, in dem ich aufgemacht habe, ist tatsächlich ein goldenes drin. Oh mein Gott, bist du putzig. Ich kann es ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht fassen, denn ich war jetzt gerade ehrlich gesagt mega, mega heftig enttäuscht, dass ich kein goldenes Walross mehr bekommen habe. Und jetzt habe ich es doch geschafft. Richtig cool. Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich aufgemacht? Wir haben... ich wollte nicht zoomen, ich wollte hier reingucken. Wir haben 12 von denen. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, immer noch 6 von denen. Dann haben wir 19 Boxen insgesamt aufgemacht. Das ist, ich glaube, in Ordnung, oder? Oh mein Gott, guckt mal. Und er hat ein Zepter und eine Krone auf. Jetzt wartet mal ganz kurz. Der hat... Ah ja, guckt mal. Ich glaube, dass die Krone, als ob Golden Walrus Crown, die Krone ist tatsächlich auch ein Pet-Accessoire. Wow, wir haben es geschafft. Wir haben ein goldenes Walross bekommen. Schreibt immer sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie soll unser goldenes Walross heißen. Oh mein Gott, ich finde es mega, mega süß. Komm mal mit. Nein, ist es süß. 20 Bucks. Oh mein Gott, es ist so putzig. Guckt mal. Das ist nicht euer Ernst, wie es sich fortbewegt. Oh mein Gott, ich bin jetzt ehrlich gesagt so unfassbar glücklich, dass ich doch noch eines von den goldenen Walrössern bekommen habe, weil 4%ige Chance ist halt definitiv nicht viel. Wenn ihr 100 Boxen aufmacht, 4 Boxen ist definitiv nicht so viel. Wow, ich habe es geschafft. Ich freue mich mega. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne. Ich möchte jetzt kein Minigame machen. Dankeschön. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Habt ihr ein goldenes Walross gezogen? Ja oder nein? Ich freue mich jetzt einfach mega, mega krass. Wir haben 19 Boxen aufgemacht, ein goldenes bekommen, 6 von den Sommerwalrössern und 12 von den normalen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne ein Like, Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus.